Servus und willkommen zurück, wie gewohnt in State of Decay. Fahren wir jetzt mal runter zum Gartenbedarf. Was zeigt der jetzt an? Okay, einmal hier oder einmal hier? Das wäre fast näher. Ich guck mal da drüben. Vielleicht haben wir Glück und da ist schon das Zeug drin. Puh, es war knapp. Nein, dicker Brummer. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Na, wie wir das letzte Mal gesehen haben, hat der ein bisschen Angst vor Autos. Solange man ihm nicht zu nahe kommt, beziehungsweise ihn mal kitzelt mit der Motorhaube. Und dann explodiert das Auto förmlich. So, was brauchen wir denn eigentlich da? What do we need? Praktische Grundlagen. Wo könnte denn das drin sein? Schauen wir hier mal. Das schnaufen die Zombies draus. Und Hammers! Nice! Backzutaten. Okay, cool. Ups. Ey, ganz ruhig da, ihr Zombies. Und stirb. Jawohl. Das Auto parke ich da ein bisschen näher am Gebäude. Bank. So. Was haben wir hier? Tolles. Werkzeug sicher. Brandbombe. Ja, scheiß auf die Brandbombe. So, da war noch Essen drin. Backzutaten. Das nehme ich auch noch mit. Und dich töte ich jetzt. Wenn du so hässlich bist. Ah, lass ich drin vorerst, weil mein Beil gleich mal den Geist aufgibt. So, eine Mische verkackt, ist mir jetzt wurscht. Oh, uiui. Das sieht was zum Bauen aus. Wuhu. Oder einfach nur ein Wecker. Okay, hier ist nix. Und hier haben wir noch eine Tasche. Jawohl, großer Rucksack, das brauchen wir. Einen Pogo-Stick. Nein, Mikrofonständer. Ständer. So. Ja. Wobei, zahlt sich's aus, hier einen Außenposten zu haben. Wieso eigentlich nicht? Wieso nicht? Je mehr, desto besser. Wo spawnt das? Der spinnt? Ja, wo spawnt er denn? Wo spawnt er denn? Wo ist denn der? Spind. Spind. Nee. Da drin. Rein damit und das lege ich ab. Kriegst dafür, Was ist denn das? Brecheisen. Ein Schwert. Du kriegst auf jeden Fall ein Schwert. Weißt du was, da legst du gleich das mal ab. Eine Werkstatt haben wir eh, da wird das glaube ich eh repariert. Und nehmen wir da eine Teleskopsäge noch mit, die ist jetzt ausgerüstet. Yeah, Schwert. Gut. Nachbarn brauchen Hilfe. Da drüben. Infestation. Okay. Für wie viele Menschen habe ich jetzt eigentlich Platz? Wo stand das noch schnell? Wo stand das? Da. Betten 8, Bevölkerung 8. Also alle sind wir schon ausgelastet. Im Prinzip ist das jetzt eh nicht so tragisch, wenn ich da neue Menschen jetzt aufnehme. Aber nein. Okay, I'm free and clear. See you soon. Found this while I was out. So. Ist der Aaron? War das der Aaron? Nicht immer von einem Zuhause. Ne, das ist er nicht. Aiden, so hieß er, genau. Nicht zu Hause. Wo bist du denn?
Mind calling in? Ach so, draußen. Ha. You got that? They should be on your map. Wo ist er denn, der Aiden? Gleich da. Ich will den jetzt als Freund haben, damit ich mit ihm spielen kann, ne? Ja, so. Da war eh noch eine Mission in diese Richtung belagert. Infestation. Hm. Ich hol mal den Aiden ab. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da drüben ist er. Versteckst dich da drin, hm? All quiet here. Howdy. Wir brauchen dich zu Hause, Kollege. Hups. Und weg hier. Ja, Gott. Kommst du allein klar? Ich hoffe es. Aber ich helfe dir eh so gut es geht. Ja, Gott, sind das viele. Lauf, Aiden! Lauf! Ich mach das schon irgendwie. So, ihr bekommt jetzt ein paar Kugeln in den Kopf. Zeig mir deinen schönen Kopf, zeig ihn mir. Okay, das ist nur so einer. You want some more, bitches? Hier bin ich, der packt sich wieder im Auto fest. Ah, Nee, bekommst jetzt nicht. No food for you. Jetzt haben wir mal vorerst genug Outposts, okay? Yeah. Jetzt können wir wieder viel Sachen bauen. Das Benzin und was weiß denn ich noch alles. Benzin. Ja. Wieder ein Haufen Rohstoffe gesammelt. Jetzt haben wir wirklich genug von allem Zeug. Wie viel kostet eigentlich der Krankenbereich zum Ausbauen? Das können wir ja schon machen. Mach mal. Tun wir das. So, was wollt ihr? Ihr seid belagert. Infestation, mache ich das. Bonk. Ich könnte jetzt schon die Infestation beseitigen, einfach nur die Mission abholen und dann gleich wieder abgeben. Aber wo bleibt denn dann der Reiz? Und warum verkriechst du dich da drin? Okay. Jetzt geht's. Komisch. Hm? Ah, da ist er. Oh mein Gott. Ich dachte, ich habe einen Schalldämpfer oben. So, haben wir alles. Machen wir das. Die Zombies, die ignorieren mich ganz dezent. Finde ich auch nicht so verkehrt. Wie sie meinen, finde ich gut. So kann ich sie besser töten. So, ein paar können wir doch mit der Pistole erledigen. Nein. Wenn ich nicht so viele Schüsse versemmeln würde. Ja, lad nach. Jetzt duckt er sich wieder. Hinter uns. Reflexe geskillt. Yeah. Sehr gut, Freunde. Haben wir das.
Es war mir wieder mal ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Den Rest müsst ihr selber schaffen. Falsche Richtung, und zwar komplett falsch. Big Daddy Auto Repair schon wieder. So. Zwei Schalldämpfer, yeah. Habe ich tatsächlich noch irgendwas drin im Inventar? Ach Gott, jetzt. Ah ja. Munition war da noch, genau. Aiden. Wieder nicht da. Dieser verflixte Aiden. Die brauche ich noch und dann nehme ich gleich mal einen von diesen super tollen neuen Schalldämpfern. 30 Schuss reicht der. Nehme ich einen mit und dann nehmen wir noch 10 Schuss 9 mm mit. Damit sind wir bestens ausgerüstet. So, rauf damit. Und belagert. Ach Gott, ich weiß auch nicht. Diese belagert Mission, die mache ich so ungern. Ich mag die irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Was haben wir hier oben? Schon wieder ein Schutzwesten-Zombie. Das? War das? Ich mach die belagert Mission. Ist doch egal. Ist doch egal. Ist einfach darüber und dann haben wir das schon. Wer ist denn in der Not? Freund in Not. Helfe ich natürlich deinem Freund zuerst. So, wo ist er denn, der Kollege? Ach Gott, jetzt muss ich ihn wieder suchen. Da ist er ja schon. Hello. Aiden. Du Vollpfeife. Ich treffe seinen Kopf nicht. Klatsch. So. Du Vollpfeife, echt, was kannst du überhaupt? Upsi. Ah ja, der Garten ist ja auch fertig. Garten. Was ist denn das? Gewächshaus Anbau erforschen. Dauert 4 Stunden, das macht man natürlich. Je mehr von wir von dem Zeug haben, desto besser. Also ich brauche eh nicht aussteigen. Kommt wieder nicht rein, natürlich nicht. Merkt nicht, dass vor seiner Nase ein fetter Truck steht. Ja, das will ich auch hoffen. Neuer Freund, jetzt ist der Aiden unser Freund und jetzt spiele ich mit dem Aiden. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, rein damit. Rest kannst du... Ja, ist egal. Na, aber bei einem großen Rucksack legst du noch ab. Und der liebe, gute Aiden... Was jetzt natürlich müde ist. Gott. Ja, dann spiele ich halt nicht mit dem Aiden. Spiele ich mit dir noch ein bisschen weiter, kriegst du wieder eine Pistole von mir. Ja, es reicht. Nee. Gott. So. Snack. Somit haben wir jetzt eigentlich alles, was wir brauchen und du bist jetzt Plünderer. Ja, was wir vorhin machen wollten, diese belagert mischen. Mal auf die Uhr gucken. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt bin ich schon zu weit gefahren. Ach, das ist wieder so typisch. Und ich will, dass man diese Zäune umfahren kann. Wieso geht das nicht?
Und natürlich kann ich die auch nicht umfahren. Sind ja alles statisch. Und nicht physisch. Gott. Hier wird schon geschnetzelt, höre ich. Klang so, als würde da einer von euch genüsslich gegessen werden. Von einem Zombie. Alle treten sie auf einen Zombie ein. Keiner schafft es, ihn zu killen. Ihr seid dumm, Freunde. Ihr seid dumm. Mhm. Weg, weg, mein Fenster. Das ist meins. Unsere Tür machen wir noch zu. Was habt ihr da so Schönes drin? Ein paar Tabletten. Okay. Schnapp ich mir dann, falls ich es brauche. Aspirin. Nehme ich gleich eins. Nehme ich gleich ein neues. Die Firma dankt. Uiuiui. Hintereingang. Stell das Magazin nachladen. Ja. Das ist wieder dieser Bug. Dass ich keine Waffe in der Hand habe. Oh. Hm, wir haben mich trotzdem erwischt. Huah. Komm, 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 komm. Oh Gott, was war denn das jetzt? Verflixtes Auto-Aiming. Das näher. Jetzt schlägt sie mit der Pistole. Echt, jetzt geht's mit dem vielleicht besser. Okay, mit dem ist das nicht so ganz verbuggt. Ich will aber das Schwert haben. Nee, oh, das Schwert ist verbuggt. Oh mein Gott, spannende Musik. Ui. Oh, bleib liegen, bleib unten. Nein, 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 nein. Nein. Helft mir, bitte, helft mir. Gott. Gott, helft mir. Ach, danke, ihr super tollen NPCs. Ihr seid so nützlich. Ach, komm. Mann, ihr seid wirklich zu... Oh, für nichts zu gebrauchen, ey. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß, weil die NPCs einfach dämlich sind. Mann, das nervt vielleicht. Schicke Machete, du bist jetzt der Aiden, oder? So, du bist das Kraftpaket, was ich so mitbekommen habe. Ja, du bekommst eine andere Waffe. Mann, das nervt. Ich hasse es jedes Mal, wenn dein Charakter stirbt. So, was kriegst du von mir? Das bekommst du. Mhm. Naja, immerhin bekomme ich jetzt einen Hero. Ist mir egal, was ich da jetzt mitnehme. Hat doch irgendwas. So, mehr will ich jetzt nicht mitnehmen. Echt nicht. Nur ich Penner da. Will ich nicht mal mehr helfen, weil ihr habt mir auch nicht geholfen. Ihr Arschlöcher. Freund in Not. Eskorte da. Jetzt habe ich wieder... Ach, so ein beschissenes Auto. Okay, okay, okay. Holen wir uns den Hero. Alles Entschädigung. Oh Gott. Oh. Hm. Nee, das will ich nicht machen. Ich will das doch nicht machen. Jetzt bin ich gezwungen dazu. Bist du hier? Ach Gott. Natürlich nicht. Komm her. Ist hier jemand drin? Ich glaube auch nicht. Ach Gott.
Natürlich nicht. Bist du hier drin? Ich will's schwer hoffen. Na Gott sei Dank. Come on, we're getting out of here. I'm done here. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Okay, da ist nichts drin. Haben wir hier einen Truck in der Nähe? Das wäre natürlich auch jetzt nicht so schlecht, weil diesen kleinen Flitzer will ich jetzt nicht mehr haben. Hinten wäre ein Kombi. Das ist ja auch so eine alte Klapperkiste. Ich laufe jetzt einfach ein Weilchen. Vielleicht finde ich irgendwas Spannendes. Okay, die Richtung stimmt schon mal. Ist hier ein Truck irgendwo? Nein. Schade. Ja, was glaubst denn du? Zerstören wir natürlich alle diese Zombies. Bisschen sprinten zwischendurch. Uiuiui. Na, ja, na klar. Oh Gott. So, jetzt brauche ich doch ein Auto. Ich komme da nicht über den Randstein. Okay, jetzt. Ich will doch ein Auto haben. Da hinten ist Truck, den nehmen wir. Ach Gott, diese verfickten, Entschuldigung das Wort, tobsüchtigen Zombies, echt. Mann, diese dummen NPCs stehen einfach so rum und tun gar nichts. Ist mir lieber, da wird einer von denen zerfleischt. Was ist denn da? Da ist nix. Luft. So, dich bringe ich jetzt nach Hause. Und dann hole ich aber den Hero. Dann ist aber gut hier. Komm, raus mit dir. Raus, 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 raus. Verpiss dich. Ja, schaffe ich das, schaffe das. Ja, geht sich locker aus. Okay. Brady wieder zu Hause. Freut mich natürlich. Irrsinnig. Der wird wahrscheinlich wieder belagert sein von zigtausend Zombies. Ja, Gott, die Minimap sieht das super aus. Ich bin zur Stelle. Na klar. Verpiss dich. Ja, ich bin auch schon da. So, haben wir's? Jetzt aber raus hier. Komm, stirb bitte. Okay, den Wohnwagen haben wir auch schon wieder gefunden. Komm, rein da, rein da, rein da. Ja, klettern über den Zaun ist natürlich viel einfacher, wie da den Durchgang zu nehmen. Viel logischer natürlich. Also ich weiß nicht, heute gehen mir die NPCs ein bisschen auf den Sack. Echt. Ich glaube, die haben ihn hin und wieder auch mal einen guten Tag, einen schlechten Tag. Schlechten Tagen sind sie doof bis zum geht nicht mehr. So richtig ein Patrick Star Niveau. Na bitte gern. Ja. Beste Beweis dafür, oder? Patrick Star Niveau. Hast du Glück, dass du jetzt da durchgeglitscht bist, sonst wärst du da nie weggekommen. Yeah.
Krankenbereich, wir brauchen ein Seil. Das ist aber näher davon. Hol mal halt ein Seil. Wofür braucht ihr denn Seil, damit ihr euch hängen könnt? Wäre auf jeden Fall am besten für euch. Denn mit eurer Intelligenz kommt ihr nicht mehr sehr weit in dieser Welt. Unus del Seilus. Seil beschafft. Das ist sehr gut. Lilly, ich sag's nur ungern. Du wiederholst dich. Du nervst. Bing. Gibt's da keine Mod, die das abstellt? Dass sie immer wieder das gleiche sagt? Jedes Mal das gleiche. How is it going? My hero. Bla bla bla. Achso, das ist wieder draußen. Bitte schön, hier ein Seil für Sie, Mister. War natürlich ein Volksfest für mich. Ist jetzt diese Mission eigentlich abgehakt? Da und diese Belagerung oder nicht? Da ist die Tür. Und dann hole ich auf jeden Fall mal die Sachen zurück. Von der lieben, guten Sienna. Rest in Peace. Schnapp uns das Zeug. Ja. Na, der Wagen raucht eh schon. Behalte ich jetzt diesen dunkelroten. Ja, Penner. Du bist schuld, dass sie tot ist. Du sowieso. Ja, trink dein Wasser, erstick dran. Erstick dran. Erstick. Penner. Dafür nehme ich jetzt alle eure Tabletten mit. Alles meins, alles meins, alles meins. Na, was macht er jetzt, ha? Huh? Dir ist halt sowieso schuld. Was kann er überhaupt? Jacob Ritter. Ah, Ritter. Ist das ihr Bruder oder was? Gut, 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 gut. Boah, Gott. War jetzt noch was drin? Nee, oder? Nein. Gut. Bitte schön, meine Freunde. Ah, finde ich cool, er kann. Codein, wo haben wir Codein? Der kann bis zu 4 Sachen stacken. Das finde ich ziemlich geil gerade. Gefällt mir. Nehme ich natürlich das ganze Zeug mit. Und Snack. Snack. Bekommst du natürlich. Mal großzügig einen großen Rucksack von mir. Ich bin ja nicht so. Außenposten. Will ich noch Außenposten? Nee. Brauche ehrlich keine mehr. So, wo ist natürlich der Wohnwagen? Der wäre hier oben. Na denn, dann schnappe ich mir dann in der nächsten Folge. Weil wir schon wieder am Ende sind. Und dann, liebe Freunde, guck mal, was wir dafür brauchen, für den Wohnwagen. Werden wir das Zeug besorgen und zwischendurch natürlich ein paar nach Rohstoffe farmen, bringt sich eh nichts. Schau, dass unser Ed Jones gesund wird. Aber bis dahin ist der Krankenbereich eh fertig. Und du? Hi. Ich bin erledigt, übernimmst du für eine Weile. Ja, so sieht er aus. So long. So long and thank you for the fish. Okay. Ja, bisschen looten. Solange wir noch in dieser Stufe sind, bisschen Leute skillen, vor allem eher.
damit er da seine Spezialfähigkeiten für die großen Schlagwaffen freischalten kann. Und ja, das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin, ich wünsche euch natürlich was. Servus!